Am 5. September haben mehr als 50.000 Metallerinnen und Metaller in Frankfurt gegen die Abwälzung der Krisenfolgen auf die Erwerbslosen, auf die Beschäftigten, auf die kleinen Leute in der Gesellschaft demonstriert. Das war sehr eindrucksvoll. Gewerkschaften machen mobil für gesetzlichen Mindestlohn, gegen Lohndumping durch Leiharbeit, gegen Rente 67. Ich weiß natürlich als langjährig aktive Gewerkschafterin bei Verdi und IG Metall in Baden-Württemberg, dass wir einen politischen Raum brauchen. Wir brauchen einen starken Arm in den Länderparlamenten und im Bundestag. Deswegen der Aufruf, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter wählen links. Wer also gegen Rente 67 ist, wer Arbeitsplätze sichern und schaffen will, der muss unseren Aufruf unterschreiben und vor allen Dingen am 27. September die Linke wählen.